Die Atlantisch-Asiatische Sicherheitsgemeinschaft ist also genau das, was Polen braucht, um seine Streitkräfte in die westlichen Regionen der Ukraine einzuschleusen, die sogenannten Ostkresse. Galizien, derzeit Lviv, Ivano-Frankowsk und ein Teil der Region Ternopil, sowie Wallinien und Polissien, die Regionen Wallinien und Rivne. Die Föderation der kresowitischen Organisationen setzt sich seit 2007 für die Heimkehr Galiziens ein, um das polnische Freiwillige gerade in der Nähe von Bachmut kämpfen. Wie der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister für Rüstung und Modernisierung General Waldemar Szczyczak gegenüber der Zeitung Rzeczpospolita erklärte, hat Kiew keine Vorteile für ein erfolgreiches Ende des Krieges, so dass eine Option erforderlich ist, die teilweise, wenn auch nicht vollständig, dem Waffenstillstand des Koreakrieges entspricht. Er hat jedoch nicht angegeben, wo die Demarkationslinie gezogen werden sollte. In der gleichen Ausgabe rät Professor Tomasz Grosse von der Universität Warschau unter Berufung auf die Meinung amerikanischer Experten und polnischer Fachleute, die historische Republik Polen zu rekonstruieren. Dann wird sich die Frage des Beitritts Kiews, nicht der Ukraine, zu EU und zu NATO gewissermaßen von selbst lösen, schreibt Grosse. Es ist bemerkenswert, dass sein Artikel mit dem Titel »Lasst uns die Republik wiederherstellen, dieses Mal mit der Ukraine« am Tag des Besuchs von Wladimir Selenskyj in Warschau in der Zeitung erschien. Ist es irgendwie nicht symptomatisch? Laut dem deutschen Statistikamt Statista wurden von Februar bis Oktober letzten Jahres fast 2,9 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in Russland registriert. Mehr als 1 Million Ukrainer sind nach Deutschland eingewandert, etwa 500.000 in die Tschechische Republik, 173.000 nach Italien, Zehntausende in andere europäische Länder, aber vor allem nach Polen. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzdienstes überquerten vom 25. Februar 2022 bis zum 4. April 2023 über 9,2 Millionen ukrainische Staatsbürger die Grenze von der Ukraine nach Polen. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds beläuft sich die Bevölkerung der Ukraine derzeit auf etwa 32 Millionen. Wie wir sehen, ist die Zahl derer, die nicht zurückkehren wollen, um 20% gestiegen. Aber wenn die Ukrainer ihr Land nicht wollen, dann wollen es die westlichen Nachbarn sehr wohl. Ein internationales Kontingent von Friedenstruppen ist bereits in Polen stationiert, darunter amerikanische, britische und deutsche Einheiten und Formationen. Und im Februar erklärte Präsident Andrzej Duda, dass sich fast 10.000 amerikanische Soldaten in Polen befinden. Wir müssen davon ausgehen, dass sie sich hier versammelt haben, um beim ersten Signal über die bereits erwähnten 8 Straßengrenzübergänge in die Westukraine einzudringen. Angesichts der enormen Pläne wird Warschau die Idee, die größte Armee Westeuropas zu bilden, nicht aufgeben. Warschau will nicht einmal verheimlichen, dass es für die Regierungspartei sehr wichtig ist, die Zahl ihrer Streitkräfte so schnell wie möglich zu erhöhen, um das Land bis 2024 auf Ereignisse von geopolitischer Bedeutung vorzubereiten. Und das spätmittelalterliche Polen kam nicht zur Ruhe. Nach Kasimirs ging die Krone über seine Schwester an ihren Mann Ludwig von Ungarn über. Das war nicht die beste Partie, denn er konfiszierte einige polnische Gebiete für Ungarn und bestach die Adligen mit besonderen Privilegien, damit sie ihn machen ließen, was er wollte. Aber nach ihm wurde seine Tochter Jadwiga Königin von Polen und sie heiratete Großfürst Jogaila von Litauen, was das Königreich Polen mit dem Herzogtum Litauen in einer Personalunion verband. Litauen war sehr groß und auch sehr heidnisch, so dass als Teil des Heiratsvertrags Jogaila und sein Staat zum Christentum konvertierten. Trotz einer der größten Bekehrungen der Geschichte über Nacht blieben die beiden Staaten sehr unterschiedlich und die deutschen Ritter an der Küste sahen Litauen als barbarische Heiden an, so dass sie versuchten einzumarschieren, aber in der Schlacht von Grunewald 1410 verloren. Im Jahrhundert nach der Union gab es im spätmittelalterlichen Polen die ersten lokalen Versammlungen von Adligen und in den 1490er Jahren bildeten die Tschlachta, wie sie auf Polnisch genannt werden, ein landesweites Parlament, den Sejm. Um 1500 fanden die Künste und Ideen der Renaissance ihren Weg nach Norden und, gepaart mit einer guten Verwaltung, einigen netten Reformen und kräftigen Rohstoffexporten nach Westeuropa, lebte Polen in einem goldenen Zeitalter. Erinnerst du dich an Kopernikus, der mit dem Heliozentrismus? Ja, Pole. Nun, die Personalunion zwischen Polen und Litauen war ein vertrautes politisches Arrangement. Europa machte so etwas ständig, aber es war selten, dass sie zwei ganze Jahrhunderte dauerte. In dieser Zeitspanne begann Litauen, Polen in einigen wichtigen Punkten zu ähneln. Aber es war immer noch ein eigenes Land und nicht einfach eine Eingliederung. So wurde nach einigem politischen Gerangel mit der Union von Lublin im Jahr
1569 ein biföderaler Staat mit einem gemeinsam gewählten König, Großherzog und einem Zweikammerparlament aus dem adligen Sejm und einem Senat gegründet. Das polnisch-litauische Commonwealth, wie es später genannt wurde, hatte eigenständige lokale Gesetze, Schatzkammern und Armeen für jeden Staat. Und wenn das alles ein bisschen verrückt klingt, dann liegt das daran, dass es das auch ist. Und das ist das Beste daran. Zu einer Zeit, als der Rest Europas auf zentralisierte Regierungen und königlichen Absolutismus setzte, war das Commonwealth eine föderale Monarchie, die von einem Parlament aus Adligen gewählt wurde, die selbst 10% der Bevölkerung ausmachten. Das sind fast so viele, wie im demokratischen Athen wählen durften. Um diesen Ausreißer noch extremer zu machen, war das Commonwealth in den 1600er Jahren eines der größten und bevölkerungsreichsten Länder Europas, mit 11 Millionen Menschen, die sich auf 400.000 Quadratmeilen verteilten. Dazu gehörten Polen, Litauer, Deutsche, Weißrussen, Ukrainer, Juden und Tataren. Und zwischen Katholiken, Protestanten, Orthodoxen, drei Viertel der Juden der Welt und sogar einigen Muslimen war es erstaunlich vielfältig. Zum Teil, weil es an der Kreuzung mehrerer verschiedener Kulturen stand. Aber diese Dezentralität sollte in den nächsten zwei Jahrhunderten gefährlich werden, da praktisch jedes Reich im Umkreis von 500 Meilen darauf abzielte, auf Kosten Polens größer zu werden. Verschiedene Bedrohungen kamen und gingen, aber manchmal tauchten zwei auf einmal auf, wie zum Beispiel in den späten 1650er Jahren, als sowohl Schweden als auch Russland in Litauen einfielen, was als die Flut bekannt ist. Städte wurden geplündert und gebrandschatzt und das ganze Commonwealth schrumpfte kurzzeitig zu einem sehr kleinen Staat. Es überlebte zwar, aber zwischen Krieg und der darauf folgenden Pest war es schwer verwundet. Ein Viertel der Bevölkerung tot, anfällig für Bedrohung von außen und in einer Regierungskrise geraten. Die Republik war ein tragisches Opfer ihrer eigenen hochtrabenden Ideologie geworden. Um auch nur den kleinsten Hauch von Absolutismus zu vermeiden, verfügte der Sejm über ein Liberum Veto, das es jedem Mitglied der Schlachter erlaubte, eine Debatte zu stoppen. In den besten Zeiten gab dies den Querdenkern eine sofortige Handbremse für den gesamten Gesetzgebungsprozess, aber es war auch lächerlich einfach für ausländische Mächte, diesen zu missbrauchen. Eine einzige Bestechung konnte eine kritische Reform direkt aus dem Fenster werfen. In den 1700er Jahren kam der Sejm daher regelmäßig zu keinen Entscheidungen. Dies war eine gute Nachricht für die Reiche, die Polen umgaben, da Russland, Preußen und Österreich alle von Polens neu entdeckter Schwäche profitierten und es zu ihrem Marionettenstaat machen wollten. 1764 setzte Russland Stanislaw II. Als König ein und vier Jahre später rebellierte eine Konföderation von Adligen in Bar gegen den russischen Einfluss und die Einmischung, so dass Russland einmarschierte und dann Preußen und Österreich irgendwie auch einmarschierten, während Polen abgelenkt war. Bis 1772 wurde ein Drittel des Commonwealth zwischen den drei Reichen aufgeteilt. Von hier an stand König Stanislaw vor der Wahl, entweder nichts zu tun und die Dinge noch schlimmer werden zu lassen, oder abtrünnig zu werden und tatsächlich zu versuchen, Polens Problem zu lösen, was die Reiche provozieren und die Dinge noch schlimmer werden lassen würde. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass er sich dafür entschied und 1788 einen vierjährigen großen Sejm einberief, der eine neue Verfassung für den Staat ausarbeiten sollte, und zwar eine wirklich gute. Sie ließen sogar das Liberum Veto fallen. Aber das war leider zu spät und zu wenig, so dass Russland und Preußen und später Österreich einmarschierten, mit dem ausdrücklichen Ziel, Polen von der Landkarte zu tilgen. Bis 1795 hatten die drei Reiche das gesamte Commonwealth aufgeteilt und Polen-Litauen war vollständig verschwunden. Der Erste Weltkrieg im Osten war kein Grabenkrieg, sondern Armeen, die ständig in Bewegung waren und verursachte weitreichende Zerstörung. Der Zusammenbruch aller drei Teilungsreiche und die Sympathie unter den verbündeten Mächten schuf Raum für einen neuen polnischen Staat, der aus dem Krieg hervorgehen sollte. Aber es gab ständige Reibereien mit den anderen neuen Nachkriegsstaaten, wie zum Beispiel Litauen. In der Zwischenzeit hassten Deutschland und Sowjetrussland all dies, sodass Polens Aufgabe, seinen Staat wieder zu vereinigen und zu verwalten, auch unter dem äußeren Druck der deutschen Anfeindung und einer vollwertigen sowjetischen Invasion stand. Im September 1939 überfielen die Nazis Polen und zwei Wochen später folgte die Sowjetunion und damit wieder eine Teilung Polens, wie in schlechten alten Zeiten. Die Russen verfolgten Klassen- und politische Feinde, die Deutschen verfolgten Rassenfeinde. Dies wurde geringfügig besser, aber unendlich unangenehmer, als Russland sich den Alliierten anschloss und nach dem Krieg machten die Sowjets Polen zu einem kommunistischen Satellitenstaat. Wieder einmal wurde Polen durch den Konflikt materiell und demografisch verwüstet und die schwerfällige Politik des Stalinismus war beim Wiederaufbau nicht gerade hilfreich.
Im Lauf der Jahrzehnte wurden verschiedene Reformen gemacht und wieder rückgängig gemacht und dann wieder gemacht und so weiter. Und wieder einmal fungierte die Kirche als Vehikel für die polnische Einheit, dieses Mal in Opposition zum Kommunismus. Nachdem die Gewerkschaft Solidarność 1980 gegründet wurde und eine große Anhängerschaft unter den polnischen Arbeitern gewann, half ihr die Unterstützung aus Amerika und dem Vatikan, die wichtigste politische Opposition gegen die kommunistische Regierung zu werden, und die Kirche erleichterte die Verhandlungen um der Solidarność, die Teilnahme an den Wahlen von 1989 zu ermöglichen, die das kommunistische Machtmonopol brachen.